Guten Morgen zusammen. Ich sehe gerade, die Teilnehmerzahl steigt immer noch an. Wir warten noch ein paar Sekunden und dann lege ich dann los. Wir haben, glaube ich, noch kurz vor 10. Dann können wir eine Punktlandung hinlegen und um 10 Uhr starten. Gut. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Heute Morgen von der Sonne geweckt worden, gestern noch mit Regen in die Woche gestartet. Von dem her kann der Tag heute nur besser werden. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Clara-Webinar 360 Grad Office Experience. Mein Name ist Jens Markgraf. Ich verantworte den Bereich Kunde bei Clara und bin auch Mitglied der Geschäftsleitung. Der eine oder andere sieht es vielleicht an meinem Hintergrund. Ich sitze hier nicht im Kundenüberwachungsmobil von Clara, also die Kamera. Nein, es ist, ich musste heute Morgen notgedrungen, weil es bei uns zu Hause gebaut wird, in mein Mobile Office, in den Camper springen, um quasi heute mit euch dieses Webinar durchzuführen. Webinar, das wird so aufgebaut sein, dass ich euch quasi erstmal einführe, warum haben wir jetzt diesen Entscheid getroffen, in Richtung Kostenpflicht zu gehen? Was sind die Gründe dafür? Wie sieht unser neues Angebotsmodell per 1.1.2023 aus? Und dann möchten wir natürlich mit Steffi wird nachher dann dazu kommen, euch auch live demonstrieren, wie der ganze neue Buchhaltungsworkflow aufgebaut ist, quasi wie ihr mit Clara noch effizienter arbeiten könnt. Und dann haben wir Richtung Ende des Webinars noch eine Viertelstunde, 10 Minuten, um auch Fragen im Chat zu beantworten. Ihr seht in dem GoToWebinar auf der rechten Seite bei euch ist irgendwo so ein Bereich, dort steht Fragen, dort könnt ihr reinklicken. Und wenn euch während der Präsentation oder während der Demonstration Fragen einfallen oder auch jetzt schon Fragen da sind, dann könnt ihr die hier reinschreiben. Wir können nicht miteinander reden in dem Sinne, weil wir zu viele Teilnehmer haben. Also wir waren überwältigt, dass wir gerade heute Morgen, wir sollten über 60 sein. Ich sehe, die Teilnehmerzahl steigt immer noch. Von dem her, stellt bitte eure Fragen via Chat quasi und die Verena von uns, die ist im Hintergrund am Agieren, versucht teilweise Fragen schon parallel zu beantworten und sonst würde sie sie rein moderieren, dass wir am Schluss quasi der Präsentation bzw. der Demo auch das anschauen. Von dem her möchte ich gerne loslegen. Ihr habt diese aus unserer Optik wichtige Kundeninformationen bekommen. Wir haben einige Feedbacks in letzter Zeit bekommen. Wieso schickt ihr mir das? Ich habe mich auch vom Newsletter abgemeldet. Ich möchte nicht solche Meldungen. Es war uns ganz wichtig oder es ist uns so wichtig, wenn wir auch unsere Strategie ändern, die Produktstrategie ändern, dass natürlich jeder User von Clara solche Informationen erhält. Dementsprechend sind wir am 4.10., also am Clara Experience Day, damit gestartet, dass wir gesagt haben, okay, wir stellen unser altes kostenloses Kernangebot ein und fokussieren auf das neue Angebot, was wir dieses Jahr quasi lanciert haben und was wir jetzt eben erweitern und gehen in diese Richtung. Wir haben gemerkt, das ist natürlich, hat mit einigen Kundenreaktionen ging das einher. Wenn wir natürlich quasi die letzten 4, 5 Jahre kommuniziert haben, Clara ist und bleibt kostenlos, dann ist verständlich, dass das bei dem einen oder anderen irgendwie Fragen aufwirft und wie geht das Ganze weiter. Dementsprechend freue ich mich auch, dass das Interesse so aktiv von euch da ist, auch an dem Webinar teilzunehmen. Wir sind jetzt in eine Webinarreihe gestartet, um mit euch aufzuzeigen, ja, wo geht die Reise hin, was ist hier geplant, was ist der Hintergrund. Und was bedeutet das für euch als Kunde? Ich möchte kurz einen Rückblick machen. Warum konnten wir überhaupt als Clara sagen, wir haben so ein umfangreiches Kernangebot, wie Clara kostenlos im Markt anbieten können? Ihr seht hier eine Grafik. Wir reden immer gerne so von dem KMU-Ökosystem und das kennt ihr wahrscheinlich am besten, wenn ihr Geschäftsführer
oder Gründer von einem jungen Unternehmen seid, in dem man sich bewegt, oder? Ich habe einerseits quasi meine Kundschaft, ich habe Mitarbeitende, ich muss mit den Behörden, mit den Steuern interagieren, ich habe mein Firmenkonto, meine Pensionskasse, Unfallversicherung, UVG. Und ich arbeite beispielsweise mit Lieferantenkunden zusammen. Das sind, wie ihr wisst, vieles häufig so, ich nenne das gerne 1-zu-1-Beziehungen, die quasi entweder face-to-face, manuell, via Briefverkehr ablaufen oder eben immer mehr digital. Und die Idee, wo wir mit Clara gestartet sind, das war übrigens vor jetzt gut 5 Jahren, war, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich nicht eine Software in dem Markt aufbauen, die eine reine Buchhaltungslösung ist und vielleicht ein bisschen moderner ist und besser ist, sondern wir haben uns überlegt, wie können wir möglichst viele dieser Prozesse, die sich hier abspielen im täglichen Geschäftsalltag, ich hoffe, ihr seht meine Maus, die da so rumkreist, wie können wir diese Prozesse möglichst automatisieren und die quasi klarer, also dem Softwareprogramm übergeben, damit es für euch einfacher wird. Mit der Zielsetzung, dass ich natürlich als Schreiner, als Maler, als Bäcker, als Velogeschäft mehr Zeit habe eigentlich für mein Kernbusiness, für meine Kunden, dass ich mich darauf konzentrieren kann. Dass ich aber auch ein System habe, was in gewisser Weise flexibel auf meine Ansprüche, also von meinem Geschäft, agiert. Das heißt, ihr kennt es ja, wir haben quasi unseren Widget Store innerhalb Clara, wo ich sagen kann, ich brauche dieses Widget dazu oder diese App und mit dem kann ich am besten zum Beispiel mein Geschäft führen und meine Kunden bearbeiten. Und letztendlich soll das Ganze natürlich auch in einem Rahmen sich abspielen, dass es irgendwie auch preislich attraktiv ist und mich nicht allzu viel kostet. Oder vor allem, wenn man es vergleicht, zu entsprechenden Softwarelösungen, die man früher noch bei sich vielleicht auf dem Rechner oder bei seinem Treuhänder auf dem Rechner mit installiert hat und entsprechend auch noch Lizenzkosten hatte. Die Idee von uns war, dass wir gesagt haben, wir finanzieren uns aus diesem teilnehmenden Kreis. Hier sind überall Parteien, die sind interessiert, dass die Daten von Unternehmen bei ihnen digital und korrekt reinkommen, was wiederum bei diesen Parteien häufig auch zu einer einfacheren und schnelleren Weiterverarbeitung geführt hat und wo die Idee war, dass wir uns als Clara über das entsprechend finanzieren können. Das war die Vision, die Grundidee, wie wir mit Clara gestartet sind. Das Ganze, und das haben wir im Experience Day auch nochmal, die Kurve kennt vielleicht der eine oder andere schon, hat dazu geführt, dass wir einen sehr rasanten Kundenwachstum hingelegt haben in den letzten Jahren. Ihr seht hier zwei Striche. Einerseits die Entwicklung der Schweizer KMUs, die mit Clara arbeiten, und dann auf der anderen Seite vielleicht der eine oder andere nutzt auch Clara Home, also quasi Clara für den Privathaushalt, wenn ich zu Hause einen Angestellten oder Angestellte habe, beispielsweise Putzfrau, Putzma oder wenn ich es mir leisten kann, einen Gärtner etc. Also wo ich auch im Privaten eigentlich in die Verpflichtung komme oder in den Arbeitgeberstatus wechsle. Ihr seht hier drüben gewisse Kennzahlen, die wir momentan kommunizieren. Wir haben es geschafft in diesen 5 Jahren. Über 40.000 KMUs jetzt auf der Plattform zu begrüßen. Wir haben wirklich, glaube ich, wenn man jetzt diese Geschäftsprozesse und ich komme nachher noch dazu anschaut, eine sehr hohe Prozessautomatisierung hingelegt, was es natürlich genau eben mir mehr Zeit, also mir als Anwender von Clara mehr Zeit gibt, damit ich beispielsweise mich um mein Geschäft, um meine Produkte, um meine Kunden kümmern kann. Wir haben gleichzeitig das Angebot, das Partnerangebot rund um Clara sehr stark erweitert. Die Zahl 50 ist nicht mehr ganz korrekt. Wir sind momentan bei, ich glaube, circa 65 bis 70 Partnern, die ihre Angebote innerhalb Clara mit anbieten. Und was mir auch ganz wichtig ist, und das haben wir jetzt vor 1,5 Jahren lanciert, dass wir gesagt haben, wir haben das Glück, dass im Schweizer Markt sehr viele
Wir nennen das ja intern oder auch gegenüber diesen Partnern gerne Clara Friends. Also viele Fans entstanden sind, die Clara mit dieser Vision, Clara von der Software, vom Auftritt entsprechend positiv wahrgenommen haben und gesagt haben, wir würden gerne als Clara, sogenannte Clara-Experten, auftreten. Das passiert bei uns über unser Expertenportal. Und wir helfen quasi unseren Kunden, beispielsweise regional oder lokal vor Ort, dass sie mit Clara arbeiten können und vielleicht auch noch einen Schritt weiter mit Clara arbeiten. Also vielleicht das eine oder andere Angebot von Clara noch dazu entsprechend buchen und mit dem arbeiten. Ups, jetzt ein bisschen. Die Idee war, und das kennen ja, wisst ihr, oder was, wir müssen als KMU einerseits dafür schauen, dass meine Produkte, meine Dienstleistungen draußen im Markt bekannt sind, dass sie potenzielle unsere Zielgruppen erreichen. Kommen irgendwann die Situation, ich muss sie verkaufen können, sei das quasi lokal in einem Ladengeschäft über einen POS, sei das quasi auf Rechnung. Sei das im Bereich Dienstleistungen, wo ich quasi auf Projekte rapportiere und dann diese Projekte abrechne. Und dann komme ich natürlich irgendwann in den Bereich auch, wo ich das Ganze administrieren muss, wo ich verbuchen muss, in die Buchhaltungspflicht reinkomme, Steuererklärung, Lohnabrechnung, all der ganze Bereich administrieren. Und letztendlich, wenn ich dann wirklich noch gut bin, auch zu schauen, wie halte ich die guten Kunden, die mir wirklich auch Umsatz bringen, Mehrwert für mein Geschäft sind, wie kann ich die an mein Geschäft binden, damit sie quasi wiederkommen. Wir haben uns als Clara auf die Fahne geschrieben, dass wir eben nicht nur eine Buchhaltungs- oder Lohnlösung sind, sondern Clara euch hilft, euch in diesem Dschungel entsprechend zu bewegen. Was meine ich mit Dschungel? Oder ich kann einerseits in jedem dieser Cluster, gibt es sehr viele Einzellösungen, mich bewegen und mit jedem dieser Einzellösungen in irgendeiner Art und Weise einen Softwareabschluss machen. Ich kann Google nutzen, Facebook nutzen etc. Ich kann mir überlegen, wo ich meine Produkte vielleicht auch noch online verkaufe. Bei welcher Bank habe ich mein Firmenkonto? Was bietet mir die Bank an, um erleichtert zu arbeiten? Und wie interagiere ich mit meinen Kunden, sei es Newsletter, wie kann ich News publizieren, wie bringe ich sie dazu, dass sie wieder in mein Geschäft kommen. Das ist so ein Bild, mit dem wir seit langem unterwegs sind, wo wir gesagt haben, Clara hilft euch eigentlich in dieser Welt, das möglichst einfach, möglichst automatisiert zu erledigen, über eine Softwareoberfläche und nicht über zig verschiedene Systeme. Daraus ist dieses Bild entstanden. Das haben wir letztes Jahr im Herbst schon am Clara Experience Day gezeigt. Und ich glaube, der Renato hat es auch dieses Jahr am Experience Day nochmal mit aufgeführt. Und ihr seht, dass es recht breit geworden ist vom Portfolio, was Clara mit anbietet. Und dort sind dann auch natürlich einige Partnerangebote, nicht alle mit drauf, die hier außenrum mit aufgeführt sind. Plus neu. Dadurch, dass die Post bei uns gekommen ist, auch die ganze, wie soll ich sagen, der ganze Versand von geschäftsrelevanter Kommunikation zum Kunden, wie auch natürlich von Kunden, Lieferanten, Partnern zu euch als Firma, wenn ich quasi möchte, dass das auch digital entsprechend stattfindet. Es ist quasi uns, glaube ich, geglückt, ein sehr umfangreiches, mächtiges System aufzubauen. Der Userwachstum zeigt, dass es gut ankommt. Die Feedbacks sagen uns, dass es gut ankommt. Wir sehen momentan, dass unsere Mitbewerber, wie soll ich sagen, entsprechend nervös werden. Ihr habt das vielleicht auch mitbekommen, Firmen wie Abacus, die da gerade gegen Clara und ePost vorgehen, weil sie dem Einhalt gebieten wollen, weil sie der Meinung sind, das ist Wettbewerbsverzerren. Für uns ist das auch ein Signal, dass wir hier eine gute Richtung eingeschlagen haben und gemeinsam irgendwie auch einen guten Job machen. Warum sind wir jetzt dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen das Ganze bepreisen? Die Ursprungsidee, die ich auch eingangs jetzt zum Webinar erzählt habe, die hat in der Form für uns nicht funktioniert. Also die Idee war, dass wir
das kostenlose Kernangebot, also die Buchhaltung, das Auftragswesen und die Kundenverwaltung euch kostenlos anbieten können und auch kostenlos bleiben, weil quasi diese teilnehmenden Partner das Ganze mitfinanzieren. Wir haben gelernt jetzt aus der Zeit heraus und über die Zeit lernt man ja auch kontinuierlich, dass es einerseits nicht so schnell gekommen ist, wie wir ursprünglich geplant hatten, dass es häufig auch nicht so einfach ist, solche Partner entsprechend technisch, also IT-seitig zu integrieren und dass es viel länger dauert, als man sich ursprünglich angenommen hat. Das hat dazu geführt und eben nicht quasi jetzt vor kurzem, sondern eigentlich schon Ende letzten Jahres, wo wir angefangen haben, mit dem Bereich Lohn den ersten Schritt zu machen, dass wir gesagt haben, Clara wird kostenpflichtig. Wir müssen uns von diesem Kernangebot, was wir bisher hatten, verabschieden. Wir können es auch technisch, also von dem Betrieb des Ganzen nicht aufrechterhalten, dass wir ein Angebot haben, was kostenlos ist und ein Angebot vor allem um die Buchhaltung mit dem neuen Buchhaltungsworkflow, wo wir noch einen Schritt automatisierter sind, was wir parallel quasi betreiben, dass es einfach unternehmerisch nicht aufgeht und wir damit die Weiterentwicklung und natürlich auch Clara nicht finanzieren können. Was der Grund war, dass wir gesagt haben, wir leiten einen Strategiewechsel ein. Der Strategiewechsel aus unserer internen Optik haben wir schrittweise gemacht, indem wir angefangen haben, in dem Jahr für Neukunden zu sagen, okay, es gibt schon Clara Buchhaltung Relax. Das ist quasi das Premium-Angebot um die Buchhaltung, was kostenpflichtig ist, was ab 19 Franken anfängt für Einzelunternehmen und Vereine und eben dann GmbHs und AGs entsprechend etwas teurer ist. Und was wir jetzt gestartet haben, ist genau das, was euch ja auch, glaube ich, bewogen hat, hier an dem Webinar teilzunehmen, dass wir gesagt haben, wir ändern das gesamte Kernangebot oder das gesamte Angebot von Clara per 1.1. 1.1. wird das kostenpflichtig. Und ihr habt unsere Information gesehen, in welche Richtung wir gehen. Ihr seht hier nochmal exemplarisch aus der Kundenkommunikation raus das Kernangebot rund um die Buchhaltung, also um die, wo wir auch ganz ehrlich gesagt die meisten Kunden haben. Also 70 bis 80% unserer Kunden nutzt quasi genau das Thema Clara Business, also Buchhaltung, Kundenverwaltung, Auftragswesen. Und was hat dazu geführt? Wir haben versucht zu sagen, okay, Kunden, die heute schon mit uns aktiv sind, die können sich quasi können mit dem Abo, was sie haben, weiterfahren oder sich eben quasi für das neue Angebot entscheiden. Kommen gleich dazu. Wir wollen nicht mehr eine Unterscheidung machen zwischen Einzelunternehmen, GmbH und AG. Das hatten wir in dem Jahr, sondern wir haben gesagt, wir richten es auch, das ist unser Glauben als Clara, vielleicht täuschen wir uns, aber unser Glauben auch an der, wie soll ich sagen, Zahlungsbereitschaft, Zahlungskraft des Zielsegments. Also deswegen haben wir gesagt, wir unterteilen zwischen Einzelunternehmen und Vereinen und auf der anderen Seite GmbHs, Genossenschaften und AGs, wo eine gewisse auch höhere vielleicht Zahlungskraft da ist. Und dementsprechend ändert sich dann der Preis. Das Gleiche haben, ups, Entschuldigung, das halt, sind wir zu schnell gewesen. Das Gleiche haben wir dann auch gesagt, wir möchten weiterhin möglichst ein einfaches Starter-Angebot haben, also mit dem ich mit Clara arbeiten kann, dem ich mit Clara durchstarten kann, anbieten, was auch im Wettbewerbsvergleich entsprechend auf einem aus unserer Optik sehr akzeptablen Preis liegt, also was ihr hier seht mit ab 19 Franken, wo eben die Buchhaltung, Kundenverwaltung, die Auftragsverwaltung, der automatische Bankabgleich beinhaltet ist. Und Steffi wird nachher gleich vor allem aufs Thema auch Buchhaltung eingehen, was das heißt quasi,
der Unterschied zwischen der alten Buchhaltung und eben der neuen. Und dann quasi in einem Package rund um, wir nennen das Clara Business Basic und Clara Business Plus, wo einfach funktional weitere Themen mit drin sind. Zum Beispiel eben der Kreditkartenabgleich, wenn ich als Firma auch Mitarbeiterkreditkarten habe, oder quasi die Budgetierung, wo ich quasi simulieren kann, wie sich gewisse Umsätze bei mir entwickeln, Kosten entwickeln kann, entwickeln und ich dann sehe, wie ich als Unternehmen unterwegs bin. Und worauf ich auch gleich drauf eingehe, Thema unserer 360 Grad Office Experience, das Thema bis ins E-Archiv rein, wo ich die Möglichkeit habe, Dokumente, Rechnung entsprechend auch revisionssicher abzulegen. Das geht dann ins Plus weiter, wo auch noch das Spesenmanagement, also vollautomatisiert, mit einem Partner wie Swiss Bankers mit inkludiert ist. Und wir arbeiten momentan mit der Visekra noch dran, dass dort noch weitere Kartenanbieter kommen. Was heißt das für euch? Und wir haben es versucht, auch auf der Webseite mit aufzuführen. Oder auf der einen Seite, ich habe vielleicht schon Buchhaltung Relax oder habe in diesem Jahr Buchhaltung Relax abgeschlossen. Dort haben wir gesagt, oder auch Kunden, die beispielsweise die Kasse haben, die die Terminbuchung haben, wenn ihr so ein Angebot habt, dann steht es euch natürlich frei, entweder auf das neue Angebot zu wechseln, weil ihr den Mehrwert seht und den funktionalen Mehrwert seht. Oder ihr sagt, nein, ich bin momentan happy mit dem Angebot, ich kann eigentlich mit dem weiterfahren, also die gleiche Leistung bleibt gleich. Das Gleiche gilt für die Themen, wo ich heute auch, ich hatte es gerade gesagt, Kasse, Lohn, Terminbuchung, Inventar, klarer Projekt, also die Projektabrechnung. Wenn ich das habe und mit dem zufrieden bin, dann kann ich quasi wie gewohnt mit dem weiterarbeiten. Der große Teil ist der rechte Punkt hier, oder ich habe bisher die Kernfunktionalität Buchhaltung, Auftragswesen kostenlos genutzt und jetzt kommt quasi der Wechsel aufs Angebot. Und dort haben wir gesagt, wir bieten euch bis Ende Jahr einen Wechselrabatt von 30%, wenn ihr quasi diesen Sprung auf das neue Angebot macht. Jetzt gibt es natürlich Kunden, die sagen, okay, ich habe nicht mit dem gerechnet. Ich überlege mir jetzt das Ganze. Ich schaue mir die Wettbewerber an. Was bieten die preislich? Dort sind wir der Überzeugung, dass wir vom Pricing sehr ähnlich unterwegs sind und eben aus unserer Optik natürlich auch funktional ganz gut aufgestellt sind, weswegen ich natürlich in meiner Rolle als Kundenverkaufsleiter sagen muss, es würde sich nicht der Wechsel zu dem Mitbewerber lohnen. Aber natürlich kann ich absolut nachvollziehen, wenn der ein oder andere jetzt anfängt zu vergleichen. Und was wir auch gesagt haben, wenn jemand dann wirklich sagt, ich mache den Schritt und aufgrund dieses Strategiewechsels, Angebotswechsels will ich weg von Clara, dann haben wir gesagt, alle Daten, der Zugang zu Clara bleibt bestehen, alle Buchungsdaten, alle Kundendaten, die habt ihr verfügbar weiterhin auch im 2023. Was ihr nicht könnt oder ab 2023 dann ausgeschlossen ist, dass ihr quasi neue Buchhaltungsdaten oder Auftragsdaten, Rechnungsdaten mit Zeitstempel 23 anlegen könnt, also für quasi das neue Geschäftsjahr. Dort würde dann erforderlich sein, dass ihr entsprechend auf ein neues Angebot wechselt. Wir haben versucht, und das ist genau der Ausblick, den ich von meiner Seite jetzt noch mitgeben möchte, versucht nochmal das Angebot zu vereinfachen, weil wir gesehen haben, die Fülle des Angebots ist für den einen oder anderen auch viel zu breit, zu komplex. Es wird nicht gesehen, wie ich mich als KMU auch weiterentwickeln kann. Dort haben wir gesagt, wir versuchen, die Angebote zu bündeln. Wir haben jetzt sehr stark über dieses Kernangebot rund um Clara Business gesprochen, also um die ganze Büroadministration. Ihr wisst, wir sind auch im Bereich online unterwegs. Also wie kann ich mein Geschäft auch online abbilden? Wie kann ich mich nach außen präsentieren, sei es über eine, ich sag, einfache, aber moderne Webseite? Wie kann ich online mit meinen Kunden kommunizieren?
Wie kann ich beispielsweise als Coiffeur, als Garagist auch Termine online buchbar machen? Das ist die klare Terminbuchung. Und wenn ich möchte, natürlich, als ich Produkte habe, die auch, wo es auch Sinn macht, dass ich sie online verkaufe, wie kann ich mit einem einfachen Online-Shop diese auch online verkaufen? Und wenn man einen Schritt weiter geht, was bei uns natürlich auch sehr erfolgreich im Markt ist, unser Kassensystem. Was kann ich quasi bei mir im Ladengeschäft, wie kann ich möglichst mit einer einfachen mobilen Kasse, mit einer intuitiven Kasse meine Kunden bedienen? Und je nach Anzahl auch Artikel, Produkte, muss ich vielleicht über eine Warenwirtschaft nachdenken und das ergänzen mit unserem klarer Inventar, also dem ganzen Lagerbestand und Warenwirtschaft. Und letztendlich kommen auch viele Kunden zu uns, weil sie einfach sagen, ich möchte meine Mitarbeiter, meine Firma auf Clara führen. Ich möchte nur den Lohn nutzen. Ihr wisst es, dass wir gesagt haben, der Lohn ist kostenpflichtig mit 2 Franken pro Lohnabrechnung. Dementsprechend kann ich auch im 2023 nur weiter den Lohn nutzen, meine Firma, meine Mitarbeiter anlegen und quasi Clara für die Lohnabrechnung nutzen mit dieser 2-Franken-Bepreisung und was seit gestern live im Markt ist, wir hatten es am Experience Day angekündigt, auch mit quasi einer einfachen Zeiterfassung, Zeitverwaltung, wo ich quasi pro Rapportierenden, also pro Mitarbeiter, der bei mir in Anführungszeichen Zeit stempeln muss, also ist nicht mehr das Zeitstempeln, sondern ich kann neu via der Clara-App quasi meine Zeit erfassen, die läuft dann im Hintergrund auschecken, Ferien planen, Abwesenheiten planen und das fließt dann in die entsprechende Lohnabrechnung rein. Das sind so die Kernbedürfnisse, über die wir ab 2023 unseren Kunden unser Angebot präsentieren. Und ich würde hier aufgrund der Zeit, ich habe schon ein bisschen lange geredet, ich glaube, ihr kennt das. Es ist sehr umfangreich geworden und wir haben das quasi beim Experience Day schon als 360 Grad Office Experience. Also Clara hilft euch von der Offertstellung bis dann zum revisionssicheren Ablegen meiner Rechnung, die ich nicht mehr irgendwo in einem Aktenordner ablegen muss und dann irgendwann meinem Treuhänder übergeben muss, sondern sie ist digital signiert, sie ist revisionssicher signiert. Und ich habe sie in meinem Clara-Archiv und dementsprechend kann ich quasi das physische Dokument eigentlich küttern. Von dem her würde ich gerne, ihr seht hier, seht selbst an Steffi übergeben, damit sie euch quasi den neuen Booking-Workflow in Clara, also den Buchhaltungsworkflow präsentiert und euch nochmal einen Einblick gibt, wie ihr mit dem neuen Angebot arbeiten könnt. Und dann werden wir Richtung Ende der Session noch auf eure Fragen eingehen. Steffi, ich würde den Bildschirm übergeben und gebe dir gerne das Wort. Danke. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Steffi Metzler. Ich bin bei Clara zuständig für den Kundensupport im Bereich Lohn und Buchhaltung und freue mich sehr, dass ich euch jetzt die neuesten Funktionen von Clara darf zeigen. Es sind insgesamt 6 Neuerungen, die ich euch präsentiere. Die eine oder andere ist eben schon seit einem Moment verfügbar, kennt ihr vielleicht schon. Ich bin mir aber sicher, dass der Gegenschluss noch für jeden noch etwas ganz Neues dabei ist. Starten möchte ich gerade mit dem ersten Punkt, dem neuen Booking Workflow. Also, was man da hinter dem Buchen findet. Wer jetzt schon Clara Business Relax nutzt, kennt das natürlich. Ich zeige es jetzt vor allem für die Leute, die ganz, ja, wo jetzt noch das kostenlose Basic-Angebot nutzen, was es dann nicht mehr wird geben. Ich werde den Prozess kurz zweimal mit euch durchmachen, anhand von 2 verschiedenen Belegen. Starten wir mit dem. Das ist die Rechnung vom Treuhänder von dieser Firma. Wir starten gleich. Ihr seht die erste Änderung schon da. Clara schlägt jetzt den Geschäftsfall, was sehr wahrscheinlich wird sein, schon selber vor. Also,
Eingeben vom Stichwort entfällt in den meisten Fällen. Dann wird immer die Unterscheidung gemacht, ist der Beleg schon gezahlt, ja oder nein. In diesem Fall jetzt nein, ich werde ihn noch zahlen. Clara erkennt natürlich sofort aufgrund von dem Einzahlungsschein, dass das eine QR-Rechnung ist. Ich bestätige das noch kurz. Und Clara hat alles mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ausgelesen. Auch Tags, die häufig verwendet werden, die in Frage kommen, schlägt es mir da oben schon vor. Ich könnte jetzt Verwaltungsaufwand nehmen. Wenn ich das aber detaillierter will, kann ich natürlich nach wie vor auch meine eigenen Tags verwenden. Gut, auf dieser Seite hat man immer die Möglichkeit, den Betrag aufzuteilen auf mehrere Tags, wenn man das möchte. Oder auch Vorauszahlungen oder Gutschriften verrechnen. Das wird einem da direkt angezeigt. Es gibt eine Vorauszahlung, da kann man das da gerade verrechnen. Als letztes kontrollieren wir noch kurz die Angaben zur Mehrwertsteuer. Das ist richtig, dann kann ich das so verbuchen. Gut, der zweite Beleg, den ich hier habe, ist speziell auf zwei Arten. Einerseits ist das ein Beleg von einer Zahlung, die mit der Prepaid-Karte von Swiss Bankers gemacht ist. Die Jens hat sie ja kurz erwähnt vorhin. Wir haben eine Zusammenarbeit mit Swiss Bankers. Wenn man die Prepaid-Karte von ihnen verwendet, hat man in Clara innen auch noch ein voll integriertes Spesenmanagement. Die kleine Vorgeschichte, die es noch gegeben hat, bevor der Beleg da zum Verbuchen war, ist, dass der Inhaber von dieser Firma das Teamessen gezahlt hat mit dieser Karte. Und in dem Moment, wo bei Swiss Bankers der Betrag belastet worden ist, hat er gerade in seiner App, also in der MyClara App, eine Push-Nachricht bekommen, lad doch bitte das Beleg auf. Das Zweite, was etwas speziell ist, ihr seht, sie hat jetzt extra mal einen Beleg genommen, der nicht super gefüttert ist. Es ist alles ein bisschen verschwommen, ein bisschen dunkel, ein bisschen unscharf. Einfach damit man dann nicht mehr sagt, wenn es dir zeigt, geht es immer so gut, aber mit meinen Belegen geht es im Fall nicht so gut. Ich zeige jetzt, es braucht ein, zwei Angaben mehr, wenn man eben so einen schlechten Beleg verwendet, aber man kann ihn trotzdem sehr schnell verbuchen. Da gebe ich jetzt das Stichwort ein, weil es eben nichts können erkennen. Bin dann wieder da, ist er schon gezahlt, ja oder nein? In dem Fall ja. Wir haben ja eben mit dieser Swiss Bankers Karte gezahlt. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige jetzt einfach die. Ist jetzt fast ein bisschen schnell gegangen. Moment, ich gehe schnell zurück. Es hat nur eine Karte, darum muss es ja die sein. Darum wird es dann übersprungen. So sieht das aus, wenn man so eine Swiss Bankers Karte aktiviert hat. Und hier gebe ich einfach die Angaben, die es eben nicht kann, rauslesen, kurz ein. Der Rest ist dann gleich wie beim ersten. Ich will nicht aufteilen. Mir wird es dir so korrekt. Und schon haben wir den Beleg auch verbucht. Gut, wir kommen zum zweiten Punkt. Kreditkartenabgleich. Sobald man das Kreditkartenmanagement aktiviert hat, also wenn man ein Angebot hat, das drin enthalten ist, kann man da innen die Karte direkt bestellen aus Clara raus und dann, wenn man damit schafft, auch den Abgleich machen. Das ist genau gleich aufgebaut ehrlich wie der Bankabgleich. Man kann ja auch das Bankkonto mit Clara verbinden, sodass Transaktionen automatisch eingelesen werden. Hier kommen immer Transaktionen, die man mit der Karte hat, zahlt, automatisch rein. Ich kann das jetzt abgleichen. Ich sehe da das Beleg, das ist das, was ich vorher gerade verbucht habe. Und somit ist das auch schon erledigt. Die Vorteile von dem Ganzen liegen auf der Hand. Man muss keine Spesenabrechnung mehr machen als Mitarbeiter. Man muss das Geld nicht privat vorschießen. Und ja, der Buchhalter muss den Zettel nicht mehr nachspringen und die Quittung kann man gerade im Restaurant auf dem Tisch liegen. Gut. Dritter Punkt ist Clara Budget.
Clara Budget ist auch etwas, was seit ein paar Wochen schon verfügbar ist. Wie alle Angebote kann man auch das während 30 Tagen unverbindlich und kostenlos testen. Einfach mal ausprobieren. Da seht ihr jetzt, ich habe ein Budget 22, also für das laufende Jahr schon angelegt. Da gibt es immer eine gebige Vorschau, schon auf der Buchhaltungsübersicht. Ich muss also eigentlich gar nicht rein, um schon auf einen Blick zu sehen, wie es aussieht. Umgesetzt ist das Ganze natürlich ganz im Clara-Style, ansprechende, einfache Umsetzung. Man sieht auf einen Blick, was Sache ist. Es ist nicht irgendeine langweilige, graue Tabelle, die man zuerst mühsam muss entziffern. Wenn ich ein neues Budget erstellen will, habe ich immer die drei Optionen. Ich könnte jetzt zum Beispiel für das neue Jahr 2023 ein neues Budget erstellen auf der Basis der Erfolgsrechnung von diesem Jahr. Oder ich habe immer ein Budget, das schon bereits besteht, also jetzt zum Beispiel das vom 22. als Basis nehmen für mein neues Budget. Oder ich kann noch komplett von null her ein neues erstellen. Jetzt zeige ich euch aber vor allem, wie das dann da innen aussieht bei diesem Budget 22, das ich vorbereitet habe. Man sieht hier oben immer, man hat die Ansicht von der Umsatzseite, von der Kostenseite und am Schluss noch verrechnet Gewinn und Verlust. Die Buchhaltung ist bis Oktober nachgeführt, darum schauen wir am besten einfach bis hier. Da die gestrichelte Linie, das ist immer der Umsatz, den man budgetiert hat. Jetzt das Beispiel ist ein Fitnessstudio. Man sieht jetzt hier den Ansturm, den man erwartet hat. Im Januar ist leider ausgeblieben. Wenn man in diesen Monat geht, zeigt es ihm hier oben blau an. So blau nicht komplett daneben, aber auch nicht erreicht. Dann ist dafür die Sommeraktion ein voller Erfolg gewesen. Man sieht spätestens ab hier, ist man nachher im Grünen. Da oben sieht man so noch zusammengezogen. Wenn ich jetzt wieder auf Oktober gehe, 330.000 hat man mal budgetiert, wir sind deutlich drüber. Genau. Auf der Kostenseite funktioniert das ganz genau so. Man sieht, man hat leider in fast jedem Monat deutlich höhere Kosten gehabt als erwartet. Darum sind wir da auch im roten Bereich. Schlussendlich sehen wir das noch verrechnet, Gewinn- und Verlustmässig auch da leider. Da haben wir unser Ziel nicht erreicht, jetzt in diesem Beispiel. Gut, die nächsten drei Punkte, die sind noch so neu, dass ich sie noch gar nicht hier auf dieser Firma in der normalen Kundenumgebung zeigen kann. Ich wechsle darum kurz auf unsere Entwicklungsumgebung. Ja, das ist jetzt natürlich ganz blöd. Gerade jetzt, wo ich es dringend bräuchte, sind da Wartungsarbeiten drauf. Jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Geht schnell schauen, wie wir das trotzdem herbringen. Gut. Der nächste Punkt ist Abgrenzungen. Ich probiere jetzt einfach mal. Ich muss noch sagen, ich bin ehrlich gesagt nicht mal 100% sicher, ob das auf Prot inzwischen verfügbar ist. Aber ich probiere es schnell aus und dann sehen wir es gut. Kurzen Moment, vielleicht kurz zum Hintergrund von dem neuen Punkt mit den Abgrenzungen. Ihr wisst ja, wie man traditionell Abgrenzungen macht. Ende Jahr sucht man mühsam alle Rechnungen raus, die irgendeinen Einfluss haben auf das neue Jahr. Rechnet dann von Hand aus, wie viel jetzt der Anteil ist für das neue Jahr und bucht manuell die Beträge auf die transitorischen Abgrenzungen. Und Anfang vom neuen Jahr machen wir das gleiche Spiel wieder retour. Mit dem ist jetzt Schluss. Clara hat das automatisiert. Gut. Jetzt geht's schnell schauen. Funktioniert tut das, indem man ganz einfach eine Leistungsperiode eingibt beim Verbuchen. Man muss also nichts Spezielles aktivieren oder so, sondern man gibt hier einfach eine Leistungsperiode ein und dann macht Clara automatisch die Abgrenzungen auf die ganzen Monate. Ja, leider ist es noch nicht verfügbar auf dieser Umgebung. Wenn es dann soweit ist, dann habt ihr da oben immer ein weiteres Feld,
und können dann immer entscheiden, ich will es mit oder ohne Abgrenzungen anschauen. Und genau, bei allen Auswertungen hat er das eben so, also die Einnahme-Ausgabenanalyse, Erfolgsrechnung und so weiter. Es ist bei allem dann immer sofort automatisch abgrenzt. Sowohl unter dem Jahr wie auch übers Jahresende raus. Gut. Der nächste Punkt, der fünfte, ist das E-Archiv. Da hat ja der Jens schon einiges drüber gesagt. Ich werde noch ganz kurz zeigen, wie das aussieht in Clara innen. Das ist jetzt, bevor man irgendetwas hat eingerichtet, aber trotzdem, man sieht, man kann hier Ordner anlegen, klassisch. Was man aber auch kann, ist allen Dokumenten Tag zu geben. Das hat den Vorteil, dass man sie dann auch noch findet, wenn man vergessen hat, in welchen Ordner. Dass man sie hat da kurz etwas zum Hintergrund von diesem Archiv. Es ist ja so, dass es in der Schweiz eine Verordnung gibt, Geschäftsbücherverordnung oder kurz GEBÜV, wo Unternehmer im Detail vorschreibt, wie und in welcher Form, wie lange und so weiter sie ihre Dokumente müssen aufbewahren. Mit Clara ist es jetzt endlich so weit mit dem E-Archiv, dass man die Dokumente tatsächlich kann entsorgen kann, die man da drin hat. Weil es eine digitale Signatur gibt, die die Unveränderbarkeit beweist. Und wenn man dann da ein Dokument auftun würde, sieht man auch eine lückenlose Dokumentation über jeden Zugriff, der je auf das Dokument erfolgt ist. Gut. Das Letzte, was ich noch zeigen wollte, ist Clara Time, Zeiterfassung. Das war ein grosser Wunsch von vielen Usern seit langem. Wir sollen doch das Lohnmodul erweitern um eine Zeiterfassung. Ich würde euch das wirklich extrem gerne zeigen. Das kann ich nur in dieser Umgebung. Probiere es jetzt einfach nochmal auf Gefahr hin, dass es immer noch nicht geht. Gut. Ja, sehr schade. Ich sage euch kurz das Wichtigste so zu dieser Zeiterfassung. Man kann die einerseits am Desktop machen. Ah, wunderbar, jetzt kann ich es doch noch zeigen. Oder, wie der Jens vorhin gesagt hat, natürlich auch am Handy. Ich zeige jetzt die Desktop-Version. So sieht das aus. Man hat hier die Übersicht. Ich bin jetzt als Vorgesetzte eingeloggt, der Zugriff hat auf die Rapporte von allen Mitarbeitern, die ihm unterstellt sind. Man kann hier oben eine Person rein. Man sieht eine ganz ergebige Jahresübersicht. Rot ist noch nicht rapportiert, oder? Und sonst oben sieht man alles, was wichtig ist. Überstundensaldo, Feriensaldo, wie viel die Person krank ist und so weiter. Wenn ich mich als Person einloggen würde, die nur rein zum Rapportieren berechtigt ist, das mache ich jetzt nicht mehr wegen der Zeit, dann hätte ich die ganzen Menüs einfach nicht und würde einfach nur mit Zeiterfassungsscreen sehen, wo ich reinschreiben kann. Ich habe geschafft, vom 8. bis am 5. Uhr eine Stunde Mittag gemacht. Oder ich war krank gewesen, oder was auch immer. Gut, jetzt würde ich trotzdem noch gerne ganz kurz die Abgrenzungen zeigen. Man kann sich es halt schon viel besser vorstellen, wenn man es live sieht. Sorry fürs Hin und Her. Gut, ich zeige es anhand einer Buchung, die ich hier innen gemacht habe. Und zwar von dieser Versicherungsrechnung. Wenn man hier auf Details geht, sieht man, da ist eine Leistungsperiode eingegeben. Oktober 22 bis September 23. Das ist eben so eine mit einem Einfluss auf das nächste Jahr, die muss abgegrenzt werden. Da oben sieht man jetzt auch, wie das aussieht. Ich stelle jetzt auf Mitabgrenzungen und sehe dann die ganzen automatischen Buchungen, die Clara gerade erstellt. Kurz zum Erklären, wie das funktioniert. Das Rechnungsdatum ist ja Ende September. Aber die Versicherung läuft erst ab Oktober. Das heisst, im September hat ja
der Aufwand eigentlich gar nichts verloren und wird darum als erstes da wieder komplett rausgebucht. Dann wird der ganze Aufwand aufgeteilt auf 12 Monate. Über die ganze Laufzeit. Clara rechnet ganz genau mit Kalendertag, darum der leicht abweichende Betrag immer. Und so eben muss man sich nicht mehr um die Abgrenzungen kümmern. Die werden schon im Moment vor Buchung gemacht. Als allerletztes zeige ich jetzt noch ganz kurz, wie das aussieht in den Auswertungen. Man hat immer die Möglichkeit, alles abgrenzt oder nicht abgrenzt zu zeigen, genauso in der Erfolgsrechnung. Gut, dann bin ich durch mit der Präsentation und wir kommen noch zum wichtigsten und letzten Teil, euren Fragen. Genau, vielen herzlichen Dank, Jens und Steffi, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt für die Präsentation. Es sind einiges an Fragen ist reingekommen. Für all die, deren Frage jetzt gerade nicht beantwortet werden kann, wir werden das im Laufe des Tages noch beantworten. Und ich würde gerade mal anfangen mit den ersten Fragen, wenn das okay ist für dich, Jens und Steffi. Gerne, gerne. Super. Steffi hat eine Grundlandung hingelegt, von dem her gut. Sehr gut, jetzt haben wir noch die 15 Minuten Zeit. Dann habe ich die erste Frage, ob es ab dem 1. Januar noch das Clara Relax geben wird. Jens? Ich habe die Frage gesehen. Wir haben uns da so ein bisschen auch an den, wie soll ich sagen, Telefonie-Abos orientiert. Also die Idee ist folgende. Ihr könnt heute, wenn ihr auf die Webseite geht oder in den Widget Store von Clara, könnt ihr heute Business Relax mit dem Leistungsumfang, der auf der Webseite im Widget Store steht, entsprechend buchen bis zum 31.12. Und wie vorhin erklärt, könnt ihr mit diesem Angebot auch dann weiterarbeiten, weiterfahren. Ihr müsst also dann nicht auf das neue Abo wechseln. Das ist die eine Option. Ihr werdet aber ab 1.1.23 im Widget Store und auf der Webseite das alte Abo, also in dem Fall jetzt Business Relax, in der Form nicht mehr zu sehen bekommen. Also das heißt, alle Kunden, die sich noch dieses Jahr bis Ende Jahr für ein jetziges Abo-Modell entscheiden, können mit dem weiterfahren und mit dem arbeiten. Der Leistungsumfang bei Business Relax ist halt, er beinhaltet das, was Steffi gerade gezeigt hat in Richtung vor einem neuen Buchhaltungsworkflow. Aber beispielsweise Kreditkartenabgleich ist dort entsprechend nicht inkludiert oder eben die E-Archiv, also die revisionssichere Ablage, sind nicht inkludiert. Also dort muss jeder von euch dann entscheiden, was passt für mich als Geschäft gerade am besten. Mache ich jetzt noch den Schritt Richtung Buchhaltung Relax oder warte ich dann quasi auf das neue Angebot und profitiere auch beispielsweise von dem Wechselrabatt? Super, danke dir, Jens. Dann wäre noch eine Frage zum Pricing der Rechtsform. Wie ist das, wenn man eine GmbH hat, ist aktuell aber noch alleine und daher ist halt das Pricing natürlich ja nicht gleich der Einzelfirma? Ich habe gerade die Frage gelesen. Da merke ich, glaube ich, haben wir noch nicht so einen guten Job gemacht, weil wir haben schon seit längerem auch ein Neugründerangebot. Das ist quasi ein Angebot für junge Unternehmen, die quasi eben, wie jetzt auch in der Frage beschrieben, ob jetzt als GmbH, als AG oder auch als Einzelunternehmen natürlich noch entsprechend in der Startphase sind und vielleicht auch noch nicht über die finanziellen Mittel verfügen, also auch beispielsweise noch nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, die 100.000 Franken Umsatzgrenze noch nicht überschreiten, wo die gesagt haben, dort bieten wir als Clara einen sogenannten Neugründerrabatt. Den findet ihr auf der Webseite. Ich merke, wahrscheinlich zu versteckt. Das heißt, ich nehme mal mit, dass wir daran arbeiten müssen, dass der auch etwas prominenter aufgeführt wird. Der ist 50%. Also ihr könnt quasi mit diesem Neugründerrabatt dann quasi das Angebot entsprechend 50% günstiger nutzen.
Das ist vor allem für junge Unternehmen sehr relevant, weil wir zählen natürlich auch sehr viele junge Unternehmen zu klarer Kundschaft und vielleicht auch für den einen oder anderen spannend. Wir sind seit ein paar Wochen bzw. Anfang Oktober auch Partner von Startups.ch und haben dort entsprechend auch dieses Neugründerangebot aufgeschaltet. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Vielen Dank, Jens. Dann muss ich gerade schauen. In Sachen Projekt zum Beispiel, da die Dame, die die Frage gestellt hat, die beantworten wir noch. Da weiß Steffi leider nicht genau Bescheid. Dann hätte ich Ich noch kann die das gerade Frage. aufrufen, Du Frage. kannst, okay. Sorry. Ich habe die ja auch gelesen. Gute Frage. Es kam die Frage auf, inwieweit man quasi Projekte, also Zeiten erfassen kann, auch auf Projekten, die dann direkt in die Rechnungsstellung mit entsprechend einfließen. Das gibt es heute schon. Nennt sich Clara Projekt, also wo ich als Firma sowohl meine Mitarbeiter wie aber auch beispielsweise externe Mitarbeiter oder vielleicht Freelancer, die mich unterstützen, quasi als sogenannte Rapportierende. Dort kann ich die auf ein Projekt zufügen, kann denen im Projekt Tasks vergeben und diese Projektmitarbeiter können dann ähnlich wie das vorhin Steffi präsentiert hat, entweder über den Webbrowser oder eben über die MyClara-App auf das Projekt ihre Zeiten rapportieren. Und das fließt dann automatisch entsprechend in die Rechnungsstellung rein. Das ist ein Angebot, das heute mit 59 Franken im Monat zu Buche schlägt und wo wir uns auch entschieden haben per 1.1., dass wir das auf den Projektrapportierenden berechnen. Das heißt, jeder Projektrapportierenden, der das nutzt, wird dort mit 4 Franken verrechnet. Das Gleiche kann ich für das noch erwähnen, was Steffi gerade präsentiert hat. Also die reine Zeiterfassung. Reine Zeiterfassung heißt jetzt eben beispielsweise nicht nur auf einem Projekt, auf dem Projektcharakter, sondern wirklich, wo ich als Unternehmen in irgendeiner Form verpflichtet bin, dass meine Mitarbeiter Zeit rapportieren, ihre Ferien planen, Abwesenheiten planen. Das ist das, was Steffi gerade präsentiert hat. Und sie ist da zwischen unserer Entwicklungsumgebung und der Live-Umgebung hin und her geswitcht. Weil wir haben das Ganze ging gestern Mittag, also Montag gestern um 12 Uhr live. Also ihr findet das, wenn ihr euch heute in Clara einloggt, im Widget Store mit Clara Time. Dort könnt ihr quasi auch pro Rapportierenden mit 4 Franken quasi die ganze Zeiterfassung nutzen. Ja, jetzt von mir wieder zurück Richtung Steffi oder Verena. Dort waren auch noch einige Fragen, vor allem auch fachspezifisch Richtung Buchhaltung etc. Genau, da haben wir einmal in der Buchhaltung war die Frage zu den Fremdwährungen. Wann kommen mehr Fremdwährungen und wie funktioniert das mit den Euro und Dollar? Ja, die Frage kann ich sonst gerade beantworten. Momentan ist Clara darauf ausgelegt, dass man einzelne Rechnungen, die man mal in Fremdwährung hat, sehr gut kann verarbeiten. Da ist eine automatische Umrechnungsfunktion integriert. Die Frage ist aber, jemand hat den Kunden mit sehr vielen Transaktionen in Euro, in dem Fall sicher auch Fremdwährungskonten, wo man komplett in Fremdwährung führen will. Das ist leider etwas, wo Clara momentan noch nicht kann. Es ist vielleicht die letzte grosse Lücke, die es noch gibt. Es gibt ein Konzept, das wird hoffentlich, ich hoffe es auch selber, sehr bald umgesetzt. Aber jetzt fürs Jahr 2023 würde ich empfehlen, einen Kunden mit sehr vielen Fremdwährungstransaktionen noch nicht auf Clara zu nehmen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Darf ich auch noch ergänzen oder Ausblick geben? Bin bei der Aussage von Steffi, also für 2023 würde ich auch so verfahren, wie Steffi gerade beschrieben hat. Wir haben das aber erkannt, weil wir auch recht viele Anfragen in Richtung Fremdwährung haben. Und das ist eines der Hauptumsetzungsthemen, was wir priorisiert haben für 2023, dass wir das in Clara umsetzen und entsprechend dann euch natürlich anbieten. Also das kommt. Und ich greife auch gleich noch die Frage auf. Irgendwo kam Aargauer Kantonalbank, hatte ich gesehen. Also wir sind ja auch kontinuierlich dran, weitere Banken entsprechend zu integrieren. Ich kann leider momentan, da würden wir noch Rückfrage halten intern, wo wir stehen mit den Banken.
noch nicht sagen, wie es bei der Aargauer Kantonalbank aussieht, aber es kommen, wie gesagt, laufend immer wieder Banken jetzt dazu. Und somit bin ich auch sehr optimistisch, dass in absehbarer Zeit die Aargauer Kantonalbank dabei ist. Aber wie gesagt, das ist eine Frage, die werden wir intern klären und dann Feedback zurückspielen. Sorry, wird Verena wieder dir geben. Genau, dann haben wir einfach noch eine letzte Frage und die wäre die mit den mehreren Profilen. Wo muss, also welches Abo muss ich wann lösen für den Login oder muss man jedes Profil einzeln lösen? Gut, dort vielleicht da noch zwei Punkte. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage auch vielleicht aus dem Bereich Treuhand kam, also Treuhandpartner von uns. Wir arbeiten aktuell daran, dass wir auch einen Treuhand, also ein dediziertes Treuhandangebot aufbauen. Wir haben einige Partner auf Clara, die X Firmen quasi als Mandanten auf Clara führen. Das ist jetzt vielleicht für den einzelnen Unternehmer dann nicht so spannend, aber wo wir gesagt haben, diesen Firmen, also diesen Treuhändern bieten wir quasi ein Angebot, dass sie über ein sogenanntes Portalzugang verschiedenste Firmen entsprechend quasi verwalten und eben editieren und damit arbeiten können. Das wird auch im Laufe vom, ich sag mal, ersten Halbjahr 2023 kommen. Und momentan ist es tatsächlich so, wenn ich quasi momentan als mit einem einzelnen User unterwegs bin, dann kann ich entweder meine User-Angaben meinem Treuhänder übergeben, weil ich dem so vertraue, oder ich muss dann wirklich auf ein Basic-Package wechseln, wo ich auch dediziert den User-Zugang dann beispielsweise meinem Treuhänder übergeben kann. Heißt konkret für den Moment, Treuhänder, die diverse Mandanten haben, müssten auf ein Basic- oder Plus-Package wechseln, um dann mit denen zu arbeiten. Dort bitte auch vielleicht Rückmeldung bei uns im Support oder auch im Partnermanagement, wo wir die Clara Friends ja betreuen, dass wir dort dann auch entsprechend überlegen oder das schneller einbauen können, die Produktentwicklung. Wie weit ist man mit diesem Treuhandzugang, damit wir entsprechend dort euch möglichst schnell dann eine Lösung bieten können? Gut, hast du noch eine Frage, Verena? Noch, es gibt noch ganz, ganz viel, aber ich würde vorschlagen, wir machen hier langsam mal einen Cut, sonst überziehen wir noch und wir haben ja alle noch ein bisschen was zu tun, unsere Kunden vor allen Dingen. Ich würde die Fragen noch alle aufnehmen und wie gesagt, im Laufe des Tages bis spätestens heute Nachmittag beantworten. Mit ein paar von Ihnen werde ich mich ja noch unterhalten, das haben wir schon abgemacht. Einiges ist beantwortet, ja. Gut, wunderbar. Dann danke ich ganz herzlich von Clara Seite für das rege Interesse, für die vielen Fragen. Verena hat es kommentiert. Also die eine oder andere Frage, die jetzt nicht beantwortet wurde, wird noch beantwortet und lassen wir euch zukommen. Ihr habt, glaube ich, gemerkt, wir sind natürlich überzeugt, also müssen wir überzeugt sein von dem neuen Angebot. Und Steffi hat das wunderbar präsentiert, auch wenn sie da zwischen Development-Umgebung und Live geswitcht ist, oder? Das liegt auch daran, dass wir mit Clara, wie soll ich sagen, eine sehr hohe Entwicklungsgeschwindigkeit haben und alle 2 Wochen ja auch immer kleinere Verbesserungen oder neue Features einfügen. Schaut euch vielleicht Clara Time, also die Zeiterfassung von Clara an oder Clara Projekt. Das sind auch noch sehr spannende neue Angebote. Und dann freue ich mich auf den nächsten Austausch mit euch, sei es an einem Clara Experience Day oder wieder einem Webinar. Und allen einen hoffentlich schönen Herbsttag. Bis dann, Ade zusammen. Tschüss. Tschüss zusammen, schönen Tag.